Okay. Nein! Was? Ja, ich bin da in einer Schlucht runtergefallen. die erste Etage ist sicher. Also überlebt. Bin top. Es hat aber noch eine zweite. Ich klettere auf dem Baum oben und denke mir, Scheiße, ich bin hungern. Was hat es auf dem Baum oben? Hirsche, und zwar 6. Perfekt. Ja, jetzt habe ich es Leder, jetzt kann ich mir Leder lustig machen. Wow-ha. Wow-ha-ha. Ich muss da irgendein Licht runterbringen. Okay. Hey. Okay. Wow, es hat aber überall Spawner, gell? In jedem Eck hat es einen Zombie-Spawner. Es ist so brutal, hä? Ja, jetzt weißt du, kannst du Schwarz leben. Müssen wir nicht einmal mehr etwas gross machen. Ja, wirklich, hä? Ah, fast in jedem Eck, es sind nur 2. Der Ecke 2 Rühm. Der Rühm 2 Ecke. Okay, ich sehe nochmal. Hä? Ich habe so ein Minotaurus-Ding entdeckt. Oh, wirklich? Ja, ich sehe auf der Karte einen Minotaurus. Ja, die ist neu übler, Mann. Da braucht man noch bessere Rüstung, ich sag dir's. Also er ist unter mir. Okay. Markier das mal. Taurus. Da. Rum. Ich liebe das, dass das so einfach aus dem Farbprojekt und kannst gut auswählen. Aha. Nicht mehr schicken. Das sind begrenzte Dinge. Häsli! Sterbe! Oh Gott. Ich kann sogar den Eingang finden. Ja, das sind einfach so Schluchten, gell? Nein, nein, ich habe da wieder so einen geilen Hügel gefunden. Ja, das ist definitiv der Eingang. Der ist pure stylisch gemacht. Alright. Nein, ich stirb. Oh! Oh! Ich stirb nicht! Oh! Dude, das braucht Nerven! Oh! Schnuffpause. Okay, also im Moment sehe ich keine Wisps mehr. Aber sehr viele Skelette und Zombies, die auf mich schiessen. Aber irgendwie bekriegen sich jetzt auch gerade noch gegenseitig. Oh, nein, da ist immer noch einer. Von wo kommen die? Ich habe keine Pfeil mehr. Jetzt sind wir bei dir. Ja. Ich sehe dich. Wie viel? 150. Hast du viel? Ja, okay, nein, wahrscheinlich nicht. Außer ich hätte den Stab liegen und die Skelette fahren. Ich frage mich, von wo die Wisps kommen, weißt du? Das ist echt nicht cool. Ich weiß nicht, ich glaube eben, dass die halt auch wie Schleim einfach immer spawnen können. In gewissen Regionen. Oder eben, wenn du viel Baumkraft benutzt. Ja. Donuts. Aber ein Wisp ist noch irgendwo rum. Hä? Ein Wisp ist noch irgendwo genau bei dir rum. Und ja, eben, eben, er hängt da oben im Eck, ich komme nicht her. Hast du die Kiste draussen gesehen? Ja, komm rum. Komm rum, du Wisp. Okay. Ist noch mal einer rum? Gut. Also, ich gehe für den Loot. He. Nein! Praktisch nichts, Alter. Das hat sich voll nicht gelohnt. Ein bisschen Eisen und was weiß ich. He. Aber zwei Spawner, die man kann aufladen kann, das ist doch. Voll nicht gelohnt, kann man nicht sagen. Ja. Puh! I did it! Super. Was? Wir haben jedes Wisp, also schon 4 Wisp-Essenz. Das ist ja super.
Ja, mehr habe ich. Schau da. Du hast noch mehr. Siehst du, da unten ist Fiddle Head. Wo? Neben dem Rüebli. Fiddle Head? Mach ein Fiddle Head. Was ist das? Mal auftunen. Vielleicht muss ich noch einen Namen. Fiddle. Kannst nicht schauen, zu was das wir es machen kann. Ah. Aus was das es ist, kannst du auch nicht schauen. Aber mal hat... zwei Blatt und Magie. Aha, so meinst du, ja, ja. Keine Ahnung, Alter. Bist du super, mein Fiddlehead. Ja, du... Da laufen aber sehr viele Zombies übereinander. Ja, die sind alle unten in der grossen Höhle, nehme ich an. Gut, ich fange mal an, das Zeug rüberzubringen. Aha. Siehst du die Spinne dort hinten? Nicht wirklich. Ah, doch, dort oben. Was gibst du mir, wenn ich sie triff? Ich lehre dich mein Handwerk. Zack, ich habe sie getroffen. Nochmal. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch etwas. Ah, und jetzt ist sie kaputt. Ohne Probeschuss. Yeah, mein Gras ist fast oben. Cool. Alter, schau mal. Schau mal, was ich herausgefunden habe. Ich wollte blocken mit meinem Fächer. Steh mal da rauf. Ich will etwas testen. Auf die Kiste vor mir. Ich will mal etwas testen. Blass sie weg. Ah, schade. Puff, das ist einfach rum, mehr nicht. Hä, wirklich? Mach's du mal. Druck rechtsklick. Lang. Ja. Ja. Lang. Lang rechtsklick. Whoa, nein! Alright. Silcoms haben wir auch schon viel, hä? Bist du? Ah, da. Ey. Da ist der Farmcraft. Los. Farmcraft ist Magie, gell? Das weiss ich noch einmal. Weißt du noch meinen runden Tempel mit diesen leuchtenden Teilers? Oli. Yeah. Letztes Mal wieder gemacht, ich habe es noch einigermaßen im Kopf. Okay. Also, am besten schnappst du dir jetzt, wir fangen einfach mal simpel an, das Wetter stimmt auch, ein Zauberstab. Schnapp von dieser Kiste da drinnen, einerseits die Stöckli, nimm von jedem Shard gerade mal etwa die Hälfte mit. Mhm. Nimm sicher die Hälfte Bücher. Mhm. Oh. Nimm das Gold, das Eisen, das Wasser, Zündstein, Lava und den Netherrack. Netherrack habe ich schon. Ja. Ja. Goldnugget brauche ich auch, oder? Hast du gesagt? Jawohl, Goldnugget auch. Okay. Am besten nimmst du noch die schwarze Basaltbrick und das Glas. Schwarze Basaltbrick? Ja, das. Ja, genau. Hm, okay. Und... Ach, ich glaube, das lang. Gut. Und wenn man Shift drückt, he, sieht man alles, was da so drinnen ist an Magie, gell? Genau. Aber das ist jetzt noch nicht wichtig. Okay. Aber die Workbench, wir haben da schöne automatische Workbench, damit wir auch sehen, was du machst. Ja. Da rein kommt jetzt unten im Ecken ein Goldnugget, in der Mitte ein Steckli und oben ein Shard. Kannst du gerade zweimal machen. Ja. Ich nehme die, die wir am meisten haben. Yeah! Ehrlich. Nimm dir auch einen. Ja. Wir sind Harry Potters! Weiss! Und jetzt kannst du... Ja, das füllt sich auf. Das ist deine Magie, aber du kannst fast gar nichts machen. Okay. Entweder bauen wir jetzt ein Bücherregal oder wir verstümmeln uns auf den Zauberungstisch. Aber mach du zwei Bücher, egal. Ja, komm. Wie machen wir die schon wieder? So, hast du Holz dabei? Ja, ja. Ich bin jetzt wirklich nicht mehr sicher gewesen, wenn wir Bücherregal gemacht haben. Aber ich habe keinen Platz. Die stellst du jetzt irgendwo an. Irgendwo? Ja. Einfach mal irgendwo anstellen. Nebeneinander, aufeinander. Mit wo? Stell sie weg voneinander. Stell sie schön an. Stell sie weg voneinander, stell sie schön an, stell sie neben dran. Ah! Was jetzt? Ja, stell sie einfach irgendwo hin.
Stell das zweite irgendwo am Boden. Irgendwo am Boden. So. Also, Zauberstab. Ready. Und jetzt nichts anderes als Hokus Pokus. Woo! Faminomicon. Yeah! Faminomicon. Wie du siehst, hast du jetzt einen Unwiss verbraucht. Jetzt ladet es wieder auf. Ah, voll geil, ja. Faminomicon kannst du öffnen. Und es ist eine Liste, wo du kannst rumscrollen. Du siehst dann schon, was du schon alles so willst entdecken, könntest entdecken, schon gesehen hast. Ja. Aber du kannst nicht draufklicken, du musst herausfinden, was es ist. Ja. Da oben hättest du die Erklärung zu allem Einzelnen, was bewirkt, für was Faminomicon ist und wie man ein Script-Tool macht. Oh, okay. Aber wir machen uns jetzt zuerst mal ein paar andere Sachen. Was? Als nächstes machst du da ein Table oder Workbench. Arcane-Table, hä? Genau. Kommt an. Ja. Ich habe gerade das Rezept gesehen. Genau. Yeah, willst du gerade einen oder lange deinen? Ja, das lange deinen. Wir müssen alles doppelt machen. Gut. Ich habe keinen Platz. Nuggets brauche ich noch. Eigentlich momentan nicht mehr. Okay. Ziemlich mager das. So. Also, der Table, wo wollen wir denn? Stellst du mal da die Wand, oder? Mhm. Du brauchst einen zwei. Hast du nur einen gemacht? Ja, ich habe gefragt, nur einen, sorry. Ich glaube, du musst zwei machen. Probier mal, tipp mit dem Zauberstab drauf. Ah, nice, geht, einen. Funktioniert. Jetzt ist ja der Zauberstab drin, den kannst du wieder rausnehmen. Ah, cool. Ja. Aber brauchen die einen drin, oder? Nein, momentan nicht mehr. Nimm ihn wieder raus, du brauchst deinen Zauberstab. Okay. Ah, du brauchst nochmal einen. Okay. Nein, ich habe ihn wieder rausgenommen. Das nächste, was wir machen, ist ein Crucible. Machst du ein Wasserding? Ja. Crucible. Cauldron. Ja, wir brauchen doch einen Hexenkessel. Ja. Zuerst mal aus Eisen einen Kessel machen. Einen normalen. Wie geht der? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, ist gut. Ja, genau. Halt mal mein Ding. Und da weiss ich, da muss aber zuerst das brennende Zeug drunter, oder? Genau. Das. Ja, dann würde ich vielleicht nicht einfach gerade neben den Tisch anstellen. Das ist nämlich eine intelligente Idee. Könnt ihr dann da neben das Portal anbauen. Darum habe ich gesagt, nimm den Brick mit. Okay. Wo? Da. Da, jetzt tust du da ein Netherrack an. Okay. Kannst du selber den Boden reinbauen, wenn du willst. Natürlich, ist viel schöner. Man kann es direkt drauf tun, das geht dann nicht weg. Muss es doch eins weiter, aber nicht. Ja, du musst jetzt halt auf der Seite etwas aufbauen und nebenan hängen. Ich will eins weiter runter. Oder? Das kannst du auch machen. Also. Okay. Und jetzt so geschwind. Ist das gut? Genau. Und mit dem Zauberstab drauf tippen. Du hebst mit Zauberstab, hast du mir geschwind? Yeah. Da-ding! Und den füllst du jetzt mit Wasser. Ja. Daher wir den immer wieder. Nimm das Wasser wieder raus. Wuhu! Sorry. Oh nein, meine Lügenkäferli. Ich wollte dir jetzt gerade sagen, daher mir. Du bist so ein Unge. unendliche Quelle. Genau. Ich habe noch vier. Ich habe noch vier Wasserkessel dabei. Ich bin trotzdem Eis am Decken. So. Et voilà. Okay, und jetzt? Ja. Ja. Das haben wir jetzt so weit. Genau. Für das nächste brauchen wir Tinte und Federn. Haben wir die schon dabei? Nein. Müssen wir noch sammeln, hä?
Okay. Darum verabschieden wir uns bis später. Bis später.